Willkommen, herzlich willkommen, aller willkommenst zu unserer neuen Deathplay-Folge. Was muss ich noch malen? Nein, ich bin fertig mit malen, oder? Okay. Ist gut geworden. Ist gut geworden, das werden wir werden es gleich enthüllen. Ja. Mit Klemmblöcken. Ja, ich liebe Klemmblöcke. Wir sind wieder mal bei Deck 13. Ich glaube, wir werden das nächste Mal höchstwahrscheinlich wieder die Location wechseln und auch die, ich will jetzt nicht sagen Hackfressen, ja, sondern die netten Kerle vor der Kamera. Andere, nicht minder nette Kerle ersetzen. Aber tauschen durch. Ja, genau. Aber heute müsst ihr nochmal mit uns vorlieb nehmen und zwar mit mir, Jan von Deck 13. Anthony von Keen. Und Jan von Underground Games. Aber deswegen sind wir heute auch mal sehr selbstkritisch, kann man vielleicht nicht sagen. Aber wir wollen euch, wie man hier auch schön sieht, mit den Fails, die wir so in der Vergangenheit gemacht haben, konfrontieren und sagen, was fällt uns denn ein, was wir für Unsinn gemacht haben. Reinstes Clickbait. Die größten Fails. Ja, genau, die größten. Ah, da. Fällt ein Fail nach dem anderen. Deswegen musst du anfangen. Du hast zwar gesagt, bei dir gibt es nicht viele Fails, aber es gibt passiert. Nicht viele neue Fails. Und ich habe über die Fails schon sehr oft geredet. Ja, und wir wollen das ist das, was ich gesagt nicht jetzt sozusagen demütigen. Ja, das ist schon immer wieder. Jetzt habe ich mich ein Jahr lang aus meiner Krise gearbeitet und dann das. Ja. Ich habe meine Firma an die Wand gefahren, das mit Cliffhanger, und das so war gar nicht so schlimm. Wollten wir es jetzt auch nicht. Ja, aber es ist so, das war der Fail. Also der Fail war, wir haben zu hoch gepokert. Wir wollten nämlich, wir haben in einer von den letzten Folgen darüber geredet, warum macht man Spiel, und wir haben gedacht, wir machen jetzt diese Investitionsnummer, wir holen uns Kohle rein, dann machen wir so richtig planmäßig einen Erfolg, wir holen uns eine Lizenz und das wird alles topmäßig durchgemanagt, und das hat dann halt nicht so richtig gut geklappt, aus vielen, vielen verschiedenen Gründen, die es in anderen Folgen zu besichtigen gibt. Und dann haben wir nicht nur eine Lizenz, die ich sehr, sehr gerne mochte, nämlich Shadowrun, irgendwie nicht so gemacht, wie wir sie hätten wollen, sondern auch die Firma im Prozess sozusagen an die Wand gefahren. Und dann noch so irgendwie ein bisschen lang weiter rumgekrebst, aber jetzt eben vor kurzem endgültig zugemacht. Lustigerweise, und das wäre so, ist nicht so schön, aber das hat ein versöhnliches Ende, jenseits der Tatsache, dass es die Möglichkeit geöffnet hat, neue Sachen zu machen, die ich jetzt sehr mag. Haben wir tatsächlich Shadowrun Chronicles, was ja ein Online-Spiel ist, was wir jetzt eigentlich abdrehen würden, weil die Firma gibt es ja nicht mehr. Also es wird genau heute, wenn wir es aufnehmen, ist es bereits abgedreht. Wenn es ausgestrahlt wird, ist es vielleicht schon wieder da, weil wir haben von einem Fan von uns, der hat ein digitales Archiv oder arbeitet mit im digitalen Archiv in MADE, dem Museum of, Archive of Digital Entertainment oder sowas. Und die bewahren alte Online-Spiele auf, weil die ja sonst überhaupt nicht mehr existieren. Und mit denen reden wir jetzt gerade, dass sie das Spiel weiter betreiben, und dann wäre das mein erstes Spiel, das ins Museum kommt. Betreiben die einen Server dann, um das Online-Spiel? Die betreiben den Server, genau. Also das ist natürlich. Die heben es nicht nur auf, sondern die betreiben es. Die betreiben den Server. Also aufheben bedeutet live halten, am Leben halten, die Leute können spielen, dann wird das Spiel gratis und der Server wird halt betrieben, entweder mit einem kleinen Obolus oder muss man gucken. Dazu muss das Spiel tot sein erstmal. Naja, es muss scheintot vortäuschen, genau, um von denen betreiben zu lassen. Also die sind jetzt auch nicht, die sind jetzt, ohne despektierlich sein zu wollen, nicht irre professionell, also das sind halt Leute, die das aus Liebe machen irgendwie und sitzen eben in Amerika und haben dementsprechend an der Westküste ein bisschen andere Möglichkeiten. Aber das ist schon lustig, weil wenn es gut läuft, habe ich mein erstes Spiel ins Museum gebracht. Insofern hat der Fail ein persönliches Ende und ein persönliches Ende. Und für mich, wie gesagt, ich mache jetzt andere Sachen mit viel mehr Spaß als dieses ständig vom Geld getrieben und Panik und online und irgendwas Ding so. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, kann man da was draus lernen oder war es einfach nur Pech oder beides? Beides. Also da war schon echt Pech dabei, weil es am Release-Tag irgendwie Sachen mit der Lizenz von Servern falsch gelaufen sind, die wir nicht wussten, und auf Steam es zu früh rauskam, weil der Typ bei Steam den falschen Knopf gedrückt hat, dafür mit dem falschen Preis. Und so. Also da waren echt viele Dinge dabei, wo man so, kann man nichts machen. Ich habe für mich gelernt, und das ist, glaube ich, nicht mal mehr ein Lernen, das für andere übertragbar ist, notwendigerweise, weil ich glaube, es ist nicht lebensphilosophisch die beste Idee, aber ich habe für mich gelernt, dass ich tatsächlich nur noch Sachen mache, wo ich A, selber mitmachen kann und auf die ich B, Bock habe während des Machens, weil ich nicht mehr auf das Ende hinarbeiten möchte. Ich möchte nicht mehr darauf arbeiten,
oh, wenn es released ist und dann wird aber alles besser. Und wenn das noch der nächste Milestone kommt, dann ist alles besser. Und wenn wir das noch geschafft haben, dann geht alles besser. Sondern ich möchte einfach, dass es gut ist jetzt. So, und das, also ich habe, den Wahlspruch war, das Bessere ist der Feind des Guten. Und ich bin jetzt mit gut zufrieden. Ich möchte einfach jeden Tag gut haben. Und ob es dann besser wird, ist mir egal. Du machst einfach gute Sachen. Ist doch schön. Andere Leute machen Schrott und versuchen damit Geld zu verdienen. Das ist ja, ja, das habe ich ja nie geschafft in meinem Leben, dummerweise, weil ich das untalentiert bin. Leider. Ja. Also insofern, das war tatsächlich der Fail, aber der hat, also sehr bewegender und sehr einschneidender, aber auch da muss ich sagen, so schlimm ist so ein Fail gar nicht, wenn man sich erstmal durch das Tal der Tränen gekämpft hat und die Beschimpfungen losgeworden ist, die man gekriegt hat, weil man die Shadowrun-Lizenz verhunzt hat, dann. Das ist auch ein bisschen, das wird ja behauptet, dass die Kultur in Deutschland, gerade was Firmen und was kleine Firmen angeht, da eigentlich gar nicht so gut ist, weil es immer ein großer Makel ist, wenn man was eine Firma zumacht, wenn man eben failt mit irgendeiner Idee und dadurch man immer auf Nummer sicher geht, vorsichtig ist und sich bloß nicht dafür schämen will, dass eine Idee nicht aufgegangen ist. Ja, oder auch nicht sagen. Also das ist halt so ein bisschen wie zu sagen, hallo, ich habe Lepra oder so. Also es ist echt, ungefähr genauso. Ja, es ist ja in der Zeit, weil auch die Angst vor der Ansteckung so groß ist. Also Misserfolg in Deutschland ist sowas, wo die Leute nicht mehr, da weiß gar keiner mehr, kann man nicht drüber reden. Ich habe tatsächlich letztens irgendwo gelesen, dass es so ein Seminar gibt, wo Leute hingehen und erzählen, wie sie gefailt sind, und dann kriegen sie am Schluss Applaus. Und dann hat irgendwer geschrieben, ist das gut? Fördert das die Kultur, wenn die Leute erzählen, was sie falsch gemacht haben, am Schluss klatschen und jubeln alle? Weil sorgt das nicht dafür, dass dann vielleicht andere Leute, ich weiß nicht, auch ihre Firmen bewusst vor die Wand fahren, damit sie irgendwann Applaus kriegen können dafür? Ja? Ich weiß nicht. Das wäre für mich so ein Beispiel, wo man mal in der Situation gewesen sein muss, um zu wissen, dass das keiner gerne macht. Ja. Also man kann zwar ein Geschäftsmodell haben, wo man mit Insolvenzen rechnet, aber dann machst du das nicht auf, weil du was mit dieser Firma machen möchtest. Und das ist einfach überhaupt kein Spaß. Also in keiner Weise, in keinem Moment. Ja, jenseits der persönlichen Ebene von, kann ich meine Familie morgen noch ernähren, ja, die ja auch dazu kommt, oder was passiert, wenn ich irgendwie in die Insolvenz gehe, als Geschäftsführer verantwortlich bin und so viel Schulden habe, dass ich nicht mehr zurückzahlen kann. Ich glaube, eigentlich ist es ja genau das, was wir brauchen, dass man eben sagt, hey, ich rechne damit, es könnte schief gehen. Wir hatten es schon mal in der vorherigen Folge, aber du hast gesagt, du hast einfach mehrere Sachen dir angeguckt, mehrere wirklich auch Unternehmen aufgemacht mit verschiedenen Leuten zusammen, um zu gucken, okay, vielleicht funktioniert das besser, vielleicht das. Du bist mit Trends auch mitgegangen, mit VR zum Beispiel. Du hast gesagt, ich probiere das aus, hatten wir auch in einer der letzten Folgen. Hat auch funktioniert, hat halt nicht auf Dauer funktioniert. Hey, aber wo ist das Problem? Also das finde ich total, total spannend und deswegen glaube ich, solange du aus dem Fail was lernen kannst, und da kommen wir dann mal zu uns, wir müssen auch noch. Was habt ihr denn gelernt mit euren Fails? Wir lernen nichts, wir failen weiter. Nein, keine Ahnung. Wir haben übrigens einen Fail gehabt beim Anstellen der Zeituhr. Also unsere Sendezeit ist unbegrenzt. Ich habe jetzt so eine Armbanduhr und die sagt mir so, jeder von uns fällt noch für 5 Minuten. Okay, und dann ist Schluss. Dann endlich mal raus hier. Ja, also ich meine, wir haben auf verschiedensten Ebenen mal gefailt, mehr oder weniger verschuldet, hängt dann von der Situation ab. Was weiß ich, wir hatten ein Büro in Manchester mit 20, 30 Leuten. Das dann leider explodiert ist, nachdem unser Publisher, mit dem wir Exklusivverträge hatten, was keine gute Idee ist, explodiert ist. Ja, da haben wir was draus gelernt. Danach haben wir gedacht, wir arbeiten immer mit mehreren Publishern zusammen. Dann haben wir unsere Firma eigentlich leider verkauft an einen Publisher, was zwar an sich erstmal gut klang, weil ganz viele andere haben das auch gemacht, die wir für voll schlau gehalten haben. Die sind aber auch alle von Joe in den Orkus gezogen worden. Ja. Genau, in den Orkus gezogen, die waren dann alle tot danach. Wir haben uns da wieder aufgerappelt mit einer neuen Firma, aber auch auf Produktebene haben wir natürlich diverse Fails gehabt. Was war denn da mal so, was man rausgreifen kann? Das Peinlichste, genau. Was auch veröffentlicht worden ist wahrscheinlich Sacred 3. Das wird wahrscheinlich auch die Zuschauerschaft kennen vielleicht, manch einer von denen. Du hast recht, wir hatten noch nie eine Deathplay-Folge, wo wir mal drüber geredet haben, wie so alles bei Sacred 3 gelaufen ist. Ne? Oh, da wird es natürlich heikel, wie man rauslassen darf, wie viel nicht. Aber ja, also es gab auf jeden Fall Fails auf verschiedensten Seiten bei dieser Produktion und das war mit Sicherheit auch keine Freude, es zu entwickeln, über größere Strecken zumindest. Details können wir bei einer anderen Folge vielleicht auspacken, aber ich freue mich, noch meine anderen anrufen. Wir wollen eine Liste mit, was du sagen darfst. Und dann sitzt hier noch eine vierte Person, die keiner kennt. Der hat guckt immer. Ich meine, man ist ja alle Seiten sind da bestimmt gestartet mit großen Erwartungen und es sind einfach verschiedenste Entscheidungen auf verschiedensten Ebenen getroffen worden, die einfach nicht gut waren. Und es tut uns sehr leid, aber es hat einfach nicht funktioniert. Es ist kein Produkt, auf das wir stolz sind. Es gibt auch immer ein Trauma bei uns im Büro, deswegen weiß ich nicht, ob ich so eine Folge drehen darf. Ja, okay. Jetzt wird es wieder frisch. Aber wir haben uns zum Glück auch wieder davon erholt und fühlen uns ganz wohl derzeit. Es gab aber auch andere Fails von Produkten, die man nicht so sehr mitbekommen hat oder die entweder nie aufgetaucht sind irgendwo oder wir haben ein Star Trek-Spiel gemacht, das wurde zumindest mal auf einer Messe gezeigt, gar nicht so klein. Ja. Mit einem super Stand, ich weiß noch. Ja, der war gar nicht so unspektakulär, aber das ist dann aus tatsächlich vertraglichen Sachen in die Brüche gegangen letzten Endes. Kamen dann neue Filme und solche Sachen,
Wobei es das Spiel auch noch seine Probleme hatte. Also es wäre nicht fertig, hätte nicht fertig werden können zu dem Zeitpunkt, den wir eigentlich geplant hatten. Daher hätte es aus verschiedenen Gründen fehlen können. Aber ja, also es gab sicherlich viele unangenehme Seiten. Was auf jeden Fall schon trotzdem auch hilft. Ich meine, man lernt ja durchaus schon was draus. Ja, wie zum Beispiel, man sollte nicht nur für einen Publisher exklusiv arbeiten. Das ist eine gefährliche Sache. Not to self. So kleine, gar nicht so unglaublich komplizierte Erkenntnisse. Aber ja, manchmal geht es halt auch nicht anders, es dann irgendwie zu machen, wenn man halt die Wahl hat, ja, möchte ich dieses Produkt machen oder nicht. Und kann ich zwei davon machen? Ja, vielleicht dann eben auch nicht. Dann wird es halt schwierig. Aber ja, ich meine, es ist ja auch üblich oder gar nicht so unüblich in der Spielbranche, Postmortems zu bestimmten Sachen zu schreiben. Manche werden veröffentlicht, kann man auch nachlesen. Auf Gamasutra zum Beispiel ganz gerne. Und es ist ja mal ganz spannend zu sehen, wie andere dann auch gefailt sind und was dann die Gründe dafür waren. Wobei und zu gucken, immer, wie kommt man da besser raus. Ja. Das finde ich immer, diese Postmortems, wenn ich die inzwischen lese, denke ich immer, das war doch so obvious irgendwie. Natürlich musste das, das wussten doch alle. Und das sind ja zum Teil Leute, die das auch schon 2000 Jahre machen. Ich finde, die Sachen lassen sich halt schwer umkehren. Meistens die gleichen Sachen. Du hast am Anfang, also wenn du die Postmortems liest, hast du, wir hatten keine gemeinsame Vision. Genau. Der wollte das, der wollte das, der wollte das. Wir haben es zu spät geprototyped. Das heißt, es hat nie Spaß gemacht im Spielen. Wir haben es zu spät gesehen. Immer gedacht, dass das schon kommt, wenn der Rest noch da ist. Genau, das sind so die meisten so. Und dann ist der Scope hinten. Wir wussten nie genau, was es ist. Und wir haben zu spät gesehen, was ist eigentlich der Spaß daran. Das sind so die meisten. Findest du fast überall, auch bei den ganz Großen. Auch bei sowas wie Final Fantasy oder sowas findest du es, wo du echt denkst, wow, weißt du, die macht das seit 50 Jahren. Und das ist genau, das ist so und so viele Folgen. Manche Spiele können auch einfach zwei, dreimal anfangen wieder zwischendrin und dann sagen nach, was sie wollen. Wobei bei Final Fantasy haben sie tatsächlich gesagt, dass sie sich zu sehr darauf verlassen haben, dass sie das Spiel wieder so machen können wie das vorherige. Ich weiß nicht mehr genau, was da 12, 13, 14, irgendwie. Also nicht das Neueste, sondern ich glaube, das davor, wo sie gesagt haben, wir haben gedacht, wir machen so die japanische Nummer, wird schon. Und dann sehr, sehr selbstkritisch gesagt haben, wir haben uns darauf verlassen, dass wir überheblich sein können und unsere Sachen, obwohl sich Spiele weiterentwickelt haben, einfach durchziehen können. Und das haben die Spieler nicht gewollt. Die haben gesagt, das ist altbacken, das funktioniert nicht für uns. Deswegen haben sie sich neue Sachen ausgedacht. Ob die dann das nächste Mal besser waren, weiß ich nicht. Aber das war sicherlich auch deren, wo die gesagt haben, die einen Fail gemacht. Jetzt sind wir leider auch schon am Ende der Folge. Das war's. Jetzt waren wir alle schmutzigen Details einfach. Nee, ich glaube, was ein Fail, aus dem ich sehr viel gelernt habe und ich glaube auch andere, woraus jeder so ein bisschen was anderes gelernt hat, ist, wir haben ja mal ein Spiel gemacht namens Blood Knights, was so eine Art Diablo-Lite-Download-Spiel, erstes Konsolenspiel, was wir gemacht haben. Deswegen aus Technik-Sicht gar kein Fail, sondern es war super. Unsere Engine haben wir auf die damals PlayStation 3 und Xbox 360 gebracht und nur das hat uns eigentlich weitergeholfen. Also auch da wieder viele Sachen, die rausgekommen sind, aber der Spielinhalt war einfach nicht das, was er werden sollte und er ist es nicht geworden. Das heißt, die Story war komisch, die Kernmechanik war komisch und eine Entscheidung, die wir, glaube ich, falsch getroffen haben, ist, wir haben bei diesem Spiel gedacht, wisst ihr was, wir machen jetzt mal, war auch eine Phase, wo wir wirklich ein bisschen uns finden mussten, war nach Venetica, unserem großen Rollenspiel, wir haben kein Anschlussspiel bekommen, wir haben gesagt, wir machen jetzt hier mal kein Risiko, wir gucken mal, was wollen denn die Gamer so. Und haben gesagt, oh ja, wir machen hier so eine halbnackte Amazone und hier machen wir viel Action und das muss hier, das ist der Loot-Cycle, der muss voll abgehen und wir brauchen einen coolen USP, was macht man Besonderes in dem Spiel? Und das haben wir dann so zusammengeklebt. Frankenstein. Und dann war es tatsächlich noch so, dass tatsächlich unser Team sich wieder wirklich zusammenraufen musste. Das heißt, es saßen nicht alle da und haben gesagt, ich weiß genau, wie ich es mache, ich bin voll an Bord und so weiter. Und alle diese Sachen zusammen haben eben dazu geführt, das Spiel wurde fertig, es wurde released, es war mittel okay, aber es war überhaupt nicht das, was wir machen wollten. Ich habe da auch ziemlich viel daraus gelernt. Was ich vor allem gelernt habe, ist, lieber die Sachen so machen, wie man doch selber denkt, dass sie vielleicht gut sind. Und nicht, wie man vielleicht hofft, dass sie jemand anders gut findet. Also wenn ich denke, die Tussi passt nicht ins Spiel, dann darf ich nicht denken, aber die 15-jährigen Teenager, auf die es bestimmt ankommt, die finden die voll cool. Sondern ich muss wissen, ich finde, die passt da rein und dann denken, das wird auch funktionieren. Also ich kann natürlich nicht irgendwie mit einem völlig verrückten Geschmack da reingehen und irgendeinen Unsinn machen, dann ist es vielleicht ein tolles Kunstwerk, aber es kauft keiner. Aber ich kann nun, wenn ich oder wer auch immer von uns oder vom Team viele, viele Jahre schon dabei ist, kann sagen, wir haben ein ganz gutes Gefühl, wenn wir es in die Richtung machen. Ist besser als zu sagen, hey, unser Chart hat uns gezeigt, wir müssen mehr davon machen. Ist wirklich, ist Quatsch und hat uns nie geholfen. Und es war auch eine Sache, die jetzt so mein persönliches, ich komme mehr von Quest- und Storytelling-Ecke, was ich als Problem zum Beispiel bei The Search Teil 1 fand, den wir gemacht haben, ist, das haben wir sehr zurückgeschraubt, weil wir gesagt haben, es ist nicht der Kern des Spiels, das muss drin sein. Die wollen alle nicht so will auch niemand, aber es ist nicht so wichtig für die Leute. Lass uns die wichtigen
wichtigen Sachen zuerst machen, die müssen gut sein, das ist schlimm genug, wenn wir die nicht, also das müssen wir schaffen. Und es hätte mehr Energie gebraucht, einfach das andere mit durchzudrücken. Das hätte ich zum Beispiel als sozusagen, jedes Ding hat so seinen Champion, wer steht für was, hätte ich mehr durchdrücken müssen und sagen müssen, ich kann da Sachen von, ich sehe da Sachen von, wo ich denke, wir brauchen mehr, machen wir rein. Und sowas haben wir jetzt zum Beispiel verändert, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wir brauchen schon mehr davon, aber dann kann man auch nicht sagen, du mach mal mehr davon, sondern sagen, ich habe eine Idee, wie das sein sollte, ich gebe meine Ideen damit rein, es wird mehr davon geben. Und dann bin ich auch der, der es dann vielleicht das nächste Mal gefailt hat, wenn es dann nichts geworden ist. Das wird man dann sehen. Schalten Sie auch 2019 wieder ein, wenn Sie sagen hören, größten Fails 2019, genau. Storytelling. Ja, könnte passieren, aber ich glaube, das war wirklich eine Sache, das haben wir vernachlässigt. Es muss ein gutes Gefühl geben, es muss zusammenkommen. Die Leute müssen von sich selber raus sagen, ich finde, wir sind auf einem guten Weg und nicht jemand erzählt ihnen, das ist ein guter Weg, das ist kein guter Weg. Also das ist, glaube ich, schon eine Sache, die wir da gelernt haben. Und nächstes so Jahr seid ihr dann so arrogant wie die Final Fantasy-Leute, die dann sagen, was die da erzählen, das ist mir egal. Das ist uns egal, wir wissen, was wir wollen. Sachen, wir machen es einfach nochmal. Ja. Und dann können wir das Postmortem schreiben. So geht es mit dem Lernen immer in einem endlosen Zirkel weiter. Ja, hoffentlich hat euch unsere kleine Runde der Fails gefallen. Wir werden mehr Fails sammeln in Zukunft. Genau, hoffentlich nicht so viele mehr machen. Extra für euch sammeln wir noch mehr Fails. Ja, ihr könnt es auch gerne Fail-Vorschläge schicken. Ja, genau, Fail-Vorschläge. Genau. Schreibt uns mehr Fail. Wo sollen wir das nächste Mal failen und wie? Schreibt uns bitte in die Kommentare. Besucht uns auf YouTube, devplay.de oder guckt uns bei GameStar Plus und das nächste Mal freuen wir uns auch wieder, wenn ihr dabei seid und bis dahin sagen wir, ciao, macht's gut. Ciao. Tschüss.